Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Heute zum Orakel der vierten Runde des FA Cups. Und zwar gibt es drei Partien, wo jeweils zwei Premier League Clubs gegeneinander spielen. Und diese kann ich hervorragend mit den Premier League 2021 Stickern orakeln. Ja, dieses Wochenende ist die vierte Runde des FA Cups. Und am Samstag, den 23. Januar, spielt um 13.15 Uhr mittags deutscher Zeit Southampton gegen Arsenal. Am Sonntag, den 24. spielt Fulham gegen Burnley um 15.30 Uhr deutscher Zeit und Man United spielt gegen Liverpool das Topspiel um 18 Uhr deutscher Zeit, auch am 24. Januar. Ich habe für das Orakel hier 6 Stickertütchen liegen und meine beiden Lieblingsteams aus England, Fulham und Arsenal, spielen. Falls es nach den 6 Stickertütchen immer noch irgendwo unentschieden steht, habe ich hier nochmal 2 Extratüten, wo wir dann noch die Verlängerung mit durchsimulieren könnten. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und ich sehe es schon, hier kommt direkt in der ersten Spielminute ein Arsenal-Sticker, und zwar ist das hier Mohamed Elneny, der Ägypter aus dem Mittelfeld mit dem 0:1 gegen Southampton. Dann haben wir Johnny Otto und direkt der nächste Streich von Pierre-Emerick Aubameyang, das 0:2 für Arsenal. Das ist kein Glitzer-Sticker, deswegen zählen die Sticker nur einfach. Das ging aber mal richtig gut los. Dann haben wir noch Pulisic und Cesar Azpilicueta. Würden wir das Chelsea-Spiel simulieren, würden wir hier auch schon 2 Tore für Chelsea haben. Die spielt aber gegen Luton Town und Luton Town ist in der zweiten Liga, daher können wir das nicht simulieren. Dann haben wir hier von Everton den Captain Seamus Coleman, dann das Chelsea-Trikot und ihr seht schon der Anschlusstreffer Yannick Westergaard mit dem 1:2 für die Saints. Dann haben wir Max Lowe und Curtis Jones, der macht das 0:1 für Liverpool gegen die Red Devils. Red Devils sind momentan ein bisschen besser drauf, aber Curtis Jones kann im Pokal auf jeden Fall auch treffen. Das Ligaspiel zwischen den beiden ist ja 0:0 ausgegangen. Mal gucken, wie es im Pokal jetzt ausgeht. Letzte Stickertüte aus der ersten Halbzeit. Und mal gucken, was wir hier noch finden. In dem Spiel Fulham gegen Burnley ist immer noch kein Tor gefallen. Dann haben wir von West Bromwich Semi Ajahi. Dann Paul Pogba, der ist momentan echt gut drauf, das passt auch, das ist ziemlich realistisch, dass der trifft. In den letzten Spielen richtig oft getroffen mit dem 1:1. Dann kommt der Elite-Sticker von Kevin De Bruyne. Müsste ich noch in meiner Collection brauchen, aber ist für das Video uninteressant. Dann haben wir Declan Rice, Keyplayer und zuletzt Adama Traoré, der stärkste Mann der Premier League. Somit steht es zur Halbzeit zwischen den Saints und den Gunners 1:2. Cottagers gegen The Clarets ist noch 0:0 oder auch Fulham gegen Burnley und United gegen Liverpool oder auch The Red Devils gegen The Reds 1:1. Somit sind insgesamt in der ersten Halbzeit 5 Tore gefallen. Mal sehen, wie viel wir noch in der zweiten Halbzeit sehen. Dort fangen wir erstmal an mit einem Burnley-Spieler und das ist Robbie Brady. Das ist das 0:1 für den Burnley Football Club gegen Fulham. Dann haben wir Luka Milivojevic als Captain und da ist die Führung. Partie gedreht. Donny van de Beek mit dem 2:1 für United. Und hier kommt der Mann, der wirklich an diesem Spieltag wieder spielen soll. Alexander Mitrovic mit dem 2:1 durch den Glitzer-Sticker für Fulham. Und diesen Elite-Sticker brauche ich tatsächlich noch. Und dann haben wir noch Calvin Phillips als Base-Sticker. Jetzt geht's ab. 1:2, 2:1 und 2:1. Überall 3 Tore gefallen und überall der gleiche Spielstand sozusagen. Dann haben wir Ederson, Aston Villa Jubelbild, Giovanni Lo Celso, Wilfried Ndidi und das West Ham United Badge, The Hammers auch genannt. Und jetzt kommen wir hier zu unserem letzten Stickertütchen. Kann Southampton, Burnley oder Liverpool nochmal ausgleichen oder sogar den Sieg schießen? Ich glaube, für Burnley ist es ziemlich unrealistisch, weil Tom Kearney schießt nochmal 2 Tore durch seinen Kapitänsticker hier. Und somit führt Fulham jetzt 4:1 gegen die Clarets. Wird in Real Life ziemlich unrealistisch sein, aber natürlich würde ich mich als Fulham-Fan darüber freuen. Dann haben wir Cengiz Ünder, den nächsten Elite-Sticker. Ich glaube, das ist schon der dritte in diesem Unboxing. Jack Grealish. Der vorletzte Sticker ist Bernardo. Und jetzt kann nur noch in einer Partie was passieren, wenn dann. Und es kommt Ruben Dias, Star Signing, somit ist alles entschieden. Die Partie Southampton gegen Arsenal geht 1:2 aus. Ziemlich früh in der Partie schon die Tore gefallen. Arsenal somit weiter. Fulham gewinnt 4:1 durch 2 Tore von Mitrovic und von Kearney jeweils. Gegen Burnley mit 4:1. Und United gewinnt auch 2:1 gegen Liverpool. Ja, insgesamt würde ich sagen, die Ergebnisse sind schon realistisch. Klar, bei dieser Partie ist das, denke ich, offen. Fulham ist momentan, was Verteidigen angeht, gut drauf. Auf jeden Fall noch einige Top-Mannschaften im FA Cup drin. Mal gucken, wer es ins Achtelfinale schafft.
Und was tippt ihr bei diesen Partien? Schreibt eure Tipps gerne in die Kommentare, sonst könnt ihr gerne hier oben noch die Premier League Sticker Players auschecken, genau wie hier. Ihr könnt mich abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.